Dieses Video ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz in einer neuen Folge des Sinking City. Ja, wir haben ja aufgehört vorm Krematorium, nicht auf der Spurensuche weiter, weil man kommt ja nicht weiter, du, von Pontius zu Pilatus und hört nie auf dem. Jetzt müssen wir ja für den Boss wieder arbeiten. Ach, für den Schmugglerboss. Da wollen wir mal gucken, was uns da drin erwartet. Nehmen wir erstmal wieder Pisti, also können wir vielleicht noch Muni herstellen, weil ich weiß ja nicht, was wir dort dann wieder Inventar, Pistole. Das ist zu voll. Gewehr können wir auch nochmal. Schießpulver. Gewehr haben wir wenigstens noch eine. Und hier können wir jetzt noch. So, 13 Schuss. Schuss sowieso. Sockenschuss in die Ome und so. Und ich, das wieder Berliner. Achso, Pistole wollten wir ja auswählen. Du bist Pistolett. Krematorium. Oh Gott. Oh Gott, kommen wir hier mal hin. Erstes Obergeschoss, Büro auf Bewahrungshalle, Erdgeschoss, Leichenhalle, Untergeschoss, Krematorium, das Untergeschoss. Ja, was machen wir? Gehen wir erstmal oben, wir gehen mal oben gucken. Ja, wir gucken erstmal uns hier oben. Hier, ja, da geht schon los. Ja. Arelu dort, komm schon, Kumpel, scheiß drauf, gehen wir bowlen. Wo ist jetzt der Ton alle hier? Der Sprachton von ihm, sonst liest er das ja immer vor. Ich hab nichts gemacht, dieses Spiel läuft, dann läuft. Achso, ja, das ist dasselbe. Ach, hier kommen wir gar nicht rein. Aha. Na, dann müssen wir mal ins Untergeschoss doch wackeln. Oder gab es hier oben noch eine Treppe, was wir übersehen haben? Nee. Na, ja, da muss man sehen, was uns da wieder erwartet hier. Krematoriumsliste. Letzte Woche. Dienst James Wongen, Personenliste 7. Nicht identifizierte Leichen eingeäschert. Natus eingeäschert ist, Cole noch einzuäschern, Black noch einzuäschern, White noch einzuäschern, eilt. Aha, Jack White eilt. Aha, dann müssen wir mal gucken. Diese Woche Dienst Robert Taylor, James Warren hat sich letzte Woche krank gemeldet. Mhm. Personenliste 16, nicht identifizierte Leine eingeäschert, M-Chain eingeäschert. Aha. Hinweis für Gedankenspiele. Ja, gucken wir, was wir hier noch sehen, vielleicht dringend einäschern wollen hier. Was so dringend ist, vielleicht wenn wir hier noch andere Hinweise haben, ne? Schießpulver, sehr schön. Und Pistole. 1 von 2, ja, entweder machen wir nochmal Gewehr, was jetzt, ja. Ach ne, da brauchen wir 3. Die ist ja voll, dann machen wir hier nochmal 2 Schuss. So. Sehr schön. Ist hier hinten noch was zufällig? Ne, gut. Wo ist denn hier ein Zettel? Mit
Mitteilung an der Türschraube abgesperrt und bin heute früher gegangen. Der Schlüssel liegt auf dem Tisch. PS, heute Morgen habe ich in der Nähe des Friedhofs Wildbiester gehört. Also Vorsicht. Mitteilung an der Tür. Die Tür gibt nicht nach. Der Schlüssel liegt auf dem Tisch. Ja, auf welchem Tisch? Haben wir den was übersehen? Ah! Amatorium-Schlüssel. Wildbiester, ach du meine Güte. Wir nehmen da jetzt bitte erst einmal wieder die Pistole, dass die immer weg ist. Oh, da ist Schleim. Da ist Schleim und die Musik klingt irgendwie gerade. Vertrauend erweckend. Vielleicht müssen wir den Schleim, haben wir da einen Hinweis? Aha, seht ihr, wusste ich doch. Ah, was für ein Gestank. Also nehmen wir erstmal hin. Ja, ja. Drehen. Wer auch immer das Schüreisen angefasst hat, muss voller Schleim gewesen sein. Aha. Dem geronnenen Blut und der Delle nach zu urteilen, wurde das Schaufelende als Waffe benutzt. Ja, machen wir ein bisschen Foto hier im Krematorium. Legen wir das ein bisschen besser hin hier ja, im Krematorium. Also sieht das doch viel besser aus. Oder so. Such dann raus. Kann mich immer nicht entscheiden. So, haben wir hier jetzt noch Hinweise, da wir vielleicht hin müssen. Ja. Hier haben wir noch was zu mitnehmen. Kordit und Schießpulver. So. Kriegen wir das Schloss jetzt aufgeheim, ja? Jetzt. Egitt, das stinkt fürchterlich. Was ist das für ein Zeug? Erstmal Sachen mitnehmen. Schießpulver ist gut. Können wir gleich nochmal Patronen machen. Inventar. Jetzt hätten wir hier nochmal eine fürs Gewehr. Hätten wir jetzt nochmal. So, erstmal Gewehr nochmal. Ja, okay. Jemand hat versucht, den Fleck herauszuwaschen. Aber die Stelle ist immer noch schleimig. Ah, und stinkt. Tja, und nun? Ach, hier haben wir schon. Hä? Jemand hat versucht, den Fleck herauszuwaschen. Aber die Stelle ist immer noch schleimig. Ah, ach so, stinkt. Da können wir jetzt wieder. Ah, da ist schon wieder los, ja. Mehr kann ich nicht tragen. Federn. Ach, Federn. Wir wollten nochmal schnell. Ach so, hat man ja schon. Oh, ich bin blöd, Leute. Ich bin. Die Nerven nervös, Gedankenspiele, das haben wir ja noch nicht. So, Fallmappe. So, jetzt geht's los hier wieder. Was haben wir hier wieder? Bums Dings haben wir wieder. Da bin ich mal gespannt. Gab es einen Schlag. Wenn er, der am Ofen steht, hat einen Schlag gekriegt.
Ich muss hier raus, bevor er wieder zu sich kommt. Mhm. Ja, und das ist jetzt in dem Zimmer. Zimmer ist gut. Was bei ein Angels ist hier los? Wo bin ich? Ach, das war noch nicht alles. Und machen wir jetzt noch was? Hier, noch einer für dich. Verbrenn ihn so schnell wie möglich, es eilt. Ich muss herausfinden, was genau hier passiert ist. Ich würde sagen, dann machen wir die Eins. Noch einer für dich. Verbrenn ihn so schnell wie möglich, es eilt. Machen wir mal die Eins. Ach ne, hier wurde die Tür. Muss raus, bevor er aufmacht. Kriegt er noch einen Schlag? Ja. Das ist zwei. Ich muss raus, bevor er wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja. Ach, ich muss hier raus, bevor er wieder zu sich kommt. Was bei ein Angels ist hier los? Wo bin ich? Wo bin ich? Oder ist das der Eins? Nee. Muss raus, bevor er wieder zu sich kommt. Ist schwierig, ne? Ist schwierig. Wir machen trotzdem oben die Eins. Mal gucken. Hier, noch einer für dich. Verbrenn ihn so schnell wie möglich. Es eilt. Ich muss hier raus, bevor er wieder zu sich kommt. Was bei ein Angels ist hier los? Wo bin ich? Das war's, Uni. Das ist ja jetzt doof. Da oben kommt einer an und muss hier runter. Das ist jetzt rätselhaft. Jetzt machen wir mal hier. Was bei ein Angels ist hier los? Wo bin ich? Das ist schwierig jetzt. Ach, ich muss hier raus, bevor er wieder zu sich kommt. Hier, noch einer für dich. Verbrenn ihn so schnell wie möglich, es eilt. Nee, ich würde sagen, das nehmen wir jetzt als Eins. Hier, noch einer für dich. Verbrenn ihn so schnell wie möglich, es eilt. Als Eins. Wenn er aufwacht, die Zwei. Das Aufwachen, die Zwei. Was bei ein Angels ist hier los?
Dann steht er auf. Wo bin ich? Und haut den Bohr vor die Birne. Und dann haucht er, er muss raus. Wäre jetzt also das Logische. Ach, ich muss hier raus, bevor er wieder zu sich kommt. Rutus wurde von Leuten ins Krematorium gebracht, die eine Abmachung mit dem dortigen Arbeiter getroffen hatten. Rutus wachte auf, schlug den Arbeiter nieder und entkam. Gedankenspiele, Vorfall im Krematorium. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Alle Hinweise gefunden, das ist sehr schön. So, da gucken wir mal bei den Gedankenspielen. Ballmama? So. Rutus schlug den Arbeiter nieder. Bumm. James Warren finden. Ich muss mit James Warren reden, dem Mann, der Dienst hatte als Brutus Carpenter im Krematorium, sein Bewusstsein wieder erlangte. Er hat eine Kopfverletzung erlitten und muss dringend medizinisch behandelt werden. Oh, da müssen wir ja wieder ins Krankenhaus. Da müssen wir ja jetzt wieder ins Krankenhaus. James Warren finden im Krankenhaus, weil er eine Verletzung hatte. Ich muss James Warren reden, dem Mann, der Dienst hatte als Brutus Carpenter im Krematorium, sein Bewusstsein wieder erlangt. Er hat eine Kopfverletzung erlitten und muss dringend medizinisch behandelt werden. Also wir kennen Norman, Bim und Dim. Oh. Oh, von dem, man wird hier so schnell fertig, du bekommst ja mit dem Hauptfall hier, das zieht sich in die Länge, du. Also, was machen wir jetzt? Ab ins Krankenhaus. James Warren finden. Wir kommen hier, auf, du wirst im Einfall ja nicht fertig. So, haben wir hier jetzt einen Schnellreisepunkt? Nee, warte mal, das können wir erst einmal löschen wieder. So. Machen wir hier einen Schnell... Ach, hier, da, wo wir gekommen sind, müssen wir wieder hin. Aber wo ist das Bötchen hier? Bötchen? Ja. Da sind wir etwas drüber gehüpft, du. Da sind wir immer noch nicht auf der Spur von der Frau Professor, du. Man glaubt's, das ist nicht, man glaubt's einfach nicht, du. Du. Krankenhaus, du. Das Krankenhaus, Bram. Ja. Coverzeit. Ups, Dillim. Wie gehabt, bis gleich. So, wie gehabt. lali, lali, lala. Da müssen wir uns im Doktor fragen, beziehungsweise müssen wir dann im Archiv gucken. Wir wollen erstmal den Doktor mal was zu sagen hat. Ja, komm, nur einen Schritt schneller hier. Zack, 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 zack. Oh, was ist denn hier? Wo ist denn das? Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Was ist das? Ja, hier ist was. Ich helfe so gut ich kann, aber wir haben hier einfach keinen Platz mehr. Wir sind völlig überlastet. Mhm.
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Hier noch Hinweise? Nö. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich dachte, wir müssen erst einmal gucken, wo der Brutus ist hier. Wir gehen nochmal die Treppe hoch, mal gucken, sonst müssen wir ja draußen irgendwas. Noch. Ja, hier ist nichts mehr. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Die wollen helfen und. Hier haben wir aber keine Hinweise. Nö. Nee, das ist jetzt wieder was Merkwürdiges. Sehr merkwürdig. Wo muss man das hin? Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber... Da hinten noch was. Da ist auch noch was. Mhm. Hier entlang. Bleiben Sie am Feuer, während ich versuche, Medizin aufzutreiben. Ich weiß so gar nicht, worum es jetzt hier geht, aber... Weitere Opfer. Und wenn die Flut nicht zurückgeht, werden es noch mehr. Dann schauen wir uns das mal an. Machen wir mal die Ede, machen es einfach mal rückwärts. Weitere Opfer. Und wenn die Flut nicht zurückgeht, werden es noch mehr. Ich weiß jetzt nie, wie gesagt, welchen Zusammenhang das jetzt steht. Hier entlang. Bleiben Sie am Feuer, während ich versuche, Medizin aufzutreiben. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, weil wir wollten ja eigentlich was ganz anderes suchen. Ich helfe so gut ich kann, aber wir haben hier einfach keinen Platz mehr. Wir sind völlig überlastet. Die Flut kam unerwartet und traf die Stadt mit voller Wucht. Aha. Die Belegschaft des Krankenhauses versuchte zu helfen, aber bereits nach kurzer Zeit mangelte es an Platz und Medizin. Die Flut. Aha. Was haben wir jetzt schon Fall gelöst, Leute? Hä? Gesammeltes statt die Flut. Flut kam überraschend. Fallmamme? Verstehe ich jetzt nicht. Überstunden? Was historisches Erbe? Nee. Ach ne, da ist eins weg. Ach doch. Dank Merrill. Ah, da ist eins weg. Aha, aha, aha. Ja, mein Gott, da musste erst mal drauf. Jetzt war ich ein bisschen überfordert, weil was hatte das jetzt? Wir wollten da eigentlich... Noch ein Brutus Bumstings suchen. Brutus Dudus oder wie er heißt ja. So. So, wir fragen meinen Doktor, mal sehen, ob der, sonst müssen wir im Archiv gucken. Passen Sie auf sich auf. Wir haben keine freien Betten mehr. So, ne, da gucken wir mal jetzt hier. So, älter als man denkt. Die Flühen. Fischmarkt? Ach, jetzt bin ich wieder. Warte mal, zurück. Wir müssen wieder in den Abfall wechseln. Ballmappe. So. So. Kurz auf der James Warren reden. Personengruppe. Patient. Heilung, Kopfverletzung, vielleicht Behandlung, bumm. Muss medizinisch behandelt werden.
Hier, männlich 35, einheimischer Arbeitsplatz, Krematorium, Diagnose, Schädelhirntrauma, Behandlung stationär im ersten Stock des St. Mary Krankenhaus in Uckmund. Bettruhe empfohlen. Na, da gehen wir doch mal in den ersten Stock. Wie war das immer so schön? Trepp auf, Trepp ab, nicht? James Warren, du. James, haben wir, gibt's nie hier auch noch was Zimmer zum Plündern? Waren hier die Plünderungsschränke? Hier, wusste ich's doch. Patronenhülsen, Schisspulver. Können wir jetzt nochmal Waffe voll machen, ja. Inventar. Ach, eins, naja. Eins, immerhin. So. In ersten Stock. Wir gehen mal in den ersten Stock. Hier gab es so ein Nachtischl zum Plündern, glaube ich. Da ist doch. Oh, mein Magen. Die hat immer noch Blutegel. Ich werde nie wieder Blutegel essen. Ich dachte, die ist mal entlassen worden, die Ärmste, nu. Mensch. Munition, Schießpulver. Ja, mit dem können wir umreden. Sie sind James Warren, richtig? Ja. Hm. Was wollen Sie? Ich bin krank. Sehen Sie das nicht? Vor einer Woche wurde ein bewusstloser Mann ins Krematorium gebracht. Ich will wissen, von wem. Warum denken Sie, dass ich das weiß? Hm. Sie sollten einen Mann einäschern, der als Jack White aufgeführt wird. Aha. Er konnte fliehen und will jetzt wissen, was hier vor sich geht. Also raus mit der Sprache. Wer hat Sie dafür bezahlt, einen Menschen bei lebendigem Leibe zu verbrennen? Woher wissen Sie von White? Ich habe mit ihm geredet. Ich brauche Namen, Warren. Ich kann nicht. Wenn ich was sage, bin ich erledigt. Das sind Sie auch, wenn die Kerle erfahren, dass Jack White noch am Leben ist. Und dafür kann ich sorgen. Nein, bitte nicht. Hab Sie nicht nach Ihrem Namen gefragt. Ich weiß nur, dass Sie Priester sind, aber sicher nicht aus der St. Michaeliskirche. Haben was von einem Herrn der Wälder oder so gefaselt. Vielleicht sind Sie aus einer alten Kirche in Oakmont? Mehr weiß ich nicht, ich schwör's. Wo ist diese Kirche? Weiß ich nicht. Von manchen Dingen dieser Borg hält man sich besser fern. Das war zwar nicht viel, aber trotzdem danke. War doch gar nicht so schwer, oder? Sie haben bekommen, was Sie wollten, und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Wiedersehen. Neuer Hinweis der Gedanke, James Warren Aussage. Eine Kirche. Gab's da nicht auch noch? Hat man nicht auch noch Kirchen hier, wo wir mal gucken wollen sollten oder so? Tja, aber ich würde sagen, das mit der Kirche machen wir dann das nächste Mal. Wir gehen nochmal runter hier und gucken nochmal. Dann machen wir hier Schluss. Hier landen wir ja dann eh wieder mit der Schnellreise. So. Wo war jetzt nochmal Kirche? Polizeiwache. Wir hatten hier eine. Hier war eine. St. Michaelis hat er gesagt, ist es nie. Hier könnte noch was sein, wo wir noch nie waren. Da müssen wir mal gucken. Was war denn das hier eigentlich noch? Ach, das Doppelgängerhaus, da müssen wir ja auch noch hin. Oh, wir haben zu tun, du ins Doppelgängerhaus, die Kirche finden, das stand an der Fallmappe, vielleicht hier unten hier, Winddeeps Road. Und ja, bei den Nebenfällen konnten wir ja die Kirche, so Familienmann, ne? Zu einer alten Kirche in Uckmund. Den alten Kirchen, nicht? Konnte man ja im historischen Erbe. Universität, Krankenhaus, Fischmarkt, St. Michaeliskirche, Erlöserkirche, die haben wir ja auch noch. Siehst du, da ist ja vielleicht, können wir vielleicht wieder zwei Fliegen in einer Klappe schlagen. Wer weiß. Müssen wir mal gucken. Kirschgänger wollen Brutus einäschern. Ja, da haben wir ja nur noch nichts für Gedankenspiele. Ja, meine Lieben, aber ich würde sagen, wir sind eh ran. Da kann ich mir ein bisschen wieder mal aufnehmen mit das Überlegen nicht. Da müssen wir wieder in die Kirche bibbeln und dann bibbeln. Oh, es wird immer verworren noch schon wieder. Ja, man verstrickt sich schon wieder.
Ja, meine Lieben. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer. Nette, konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben. Den einen oder anderen Abonnenten nicht. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.